Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Landwirtschaftssimulator 2022. Ja, das sind wir. Und die Gerste ist gewachsen. Ich habe schon mal den Drescher vorgefahren. Wir sind im Juni. Es ist Sommer. Oder Frühling, Sommer. Ich weiß gar nicht. Nee, müsste Sommer sein. Und ja, oder Sommer werden, sagen wir es mal so. Ich wollte noch sagen, wie schön hier die Gerste eigentlich aussieht. Die Textur ist wirklich schön gelungen. Sehr original. Ja, ist natürlich. Also ich verstehe schon, dass es in so Büschel sein muss und man es dann so runtertritt, dann sieht es vielleicht nicht mehr ganz so schön aus. Aber die Textur an sich, wenn man es aus der Distanz anschaut, dann ist die wirklich sehr gelungen. So, ich würde hier mal den Helfer aktivieren. Dann kann der mal hier loslegen. Wir haben Stroh zum Sammeln. Ich habe noch einiges gemacht. Das ist auch übrigens neu. Die Spray-Animation. Deutlich überarbeitet, deutlich anders. Beim Stroh hat sich wiederum ein bisschen weniger geändert, wenn man es so sieht. Ja, wir hatten jetzt über 100.000 Stroh, glaube ich. Ich habe ein bisschen was verkauft, damit es auch Platz gibt, denn der Silo ist ja nicht unendlich. Und wir haben in den Finanzen, ich habe auch ein bisschen, ich kann gerade wieder, ein bisschen Kreditzinsen zurückgezahlt, dass wir nicht so viel abgeben. Ja, hier seht ihr die Einnahmen des Gewächshauses. Also das macht 3.500 pro Monat. Das ist doch eigentlich recht strong. Wenn ich jetzt denke, dass ich in 12 Monaten mal 3.000 und nochmals 500, das heißt, ich komme etwa auf 40.000 im Jahr, welches ich durch dieses Gewächshaus verdiene und ich muss nur Wasser dahin geben. Das ist halt schon sehr stark eigentlich. Klar, in der relativen Summe ist jetzt vielleicht nicht so viel. Aber das Feld hier, das kann ich nur einmal bewirtschaften. Und ich glaube nicht, dass wir hier 40.000 erreichen. Mit einem größeren Feld vielleicht schon. Aber das kleine Feld wie hier, da werden wir das nicht schaffen, glaube ich nicht. Auch wenn man das jetzt vielleicht zu Kuchen verarbeiten würde. Dann eventuell, wer weiß. Hier seht ihr die Einnahmen Stroh, etwa 10.000. Und wir geben natürlich auch Löhne für den Weg, also ich habe nicht alles selbst gefahren und so. Ich versuche das natürlich schon auch. Ja, man könnte klar da was einsparen, aber dann muss man wieder irgendwo anders das Geld ausgeben. Sag's mal so. Ich habe auch das Gras mal gemäht gehabt zwischendurch. Der Silo ist jetzt auch ein bisschen stärker gefüllt, nämlich zu fast 100.000. Da passt aber noch deutlich mehr rein. Ich hatte mich mal verrechnet. Ich dachte 150.000 passt da rein. Es ist aber deutlich mehr. Und wer weiß, entweder wird voll, bis wir Kühe haben, dann können wir es natürlich dann gebrauchen, die Silage, oder sie wird ganz einfach verkauft. Das ist dann das andere, was wir da machen können. Genau, bei den Hühnern übrigens, da haben wir bereits den neuen Batch bekommen an 50 Hühnern. Und da sehen wir jetzt, alle 2 Monate gibt es jetzt 50 Hühner. Und es ist nicht so, dass das dann endet, sondern wenn die hier ja jetzt auch 6 alt sind, dann erhalten die ja auch alle 2 Monate 50 Hühner. Also das skaliert sich relativ schnell. Ich dachte zuerst, wir hätten wenig gekauft, aber das ist gar nicht mal so, das ist gar nicht mal so wenig. Und wir können mal schnell prüfen. Wir haben Platz für 360. Und dann müssen wir schon beginnen, hier Hühner verkaufen. Also für die größten erhalten wir 25 Euro, das ist rund die Hälfte des, also wir haben es für 5 gekauft, so gesehen. Wir halten das Fünffache, mussten aber natürlich auch Futter dazugeben. Das war aber auch schon alles, so gesehen. Also so teuer war das nicht. Gut, jetzt würde ich sagen, wir holen uns hier den Fendt und würden da mal den Ladewagen schnappen, um hier das Stroh einzusammeln. Ja, eine Ballenpresse wäre schon auch mal ein Traum. Gerade auch eine. Also es gibt ja da 2 Neuerungen. Zum einen gibt es jetzt Kleinballen, die sind ja nur so 1,20 Meter. Also Quaderballen in klein. Das ist das eine. So, schauen wir uns hier mal die Einzug-Animation vielleicht nicht groß anders. Was anders ist, jetzt sieht man es schon wieder nicht mehr, aber hier. Wenn es reinkommt, das hat sich ein bisschen verändert. Ja, das sind die Kleinballen. Die sind aber die kann man auch von Hand hochheben, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Ob sich die lohnen, ist das andere, aber
mal zum Austesten wäre es irgendwie cool. Und das andere sind die Rundballen. Da kann man jetzt nämlich die Größe einstellen. Ich kann es auch während dem Fahren hier mal schnell demonstrieren. Sonst fahre ich dann halt nochmals drüber. Wo sind sie hier? Das ist die Kleinballenpresse, kostet nur 20.000. Also so teuer wäre die nicht mal. So, wir wenden mal schnell hier. Kommt echt gut Stroh zusammen hier. Also so gesehen, ich kann gar keine Länge mehr machen, aber ja, komm. Fahren wir da mal noch lang. Wir haben halt auch zweimal gedüngt. Und auch auf sonst alles geachtet hier. Muss sich auch irgendwo wieder lohnen. Gut, jetzt habe ich... Da war die Ballenpresse. Dann sind natürlich die Rundballen hier. Die ist 1,25 Meter. Hier kann man einstellen bis 1,80 Meter. Oh. Oh, oh, oh. Das war ganz schlecht. Das war oberschlecht. Huch. Ja, gut. Da haben wir mal wieder den richtigen Traktor genommen. Denn ihr würdet ja nicht sagen, dass das Pflegebereifung ist. Aber das ist eben Pflegebereifung. Und das habe ich da beim Kauf gesehen, dass der eigentlich Pflegebereifung hat, die relativ normal aussieht. Sonst sieht das jeweils immer so ein bisschen, ja, underpowered aus oder so. Es sieht komisch aus jeweils. Und der hat relativ breite Pflegebereifung. Und aus diesem Grund haben wir nur da, ah, ich muss ja gar nicht hier hin, haben wir nur mit dem Ladewagen hinten ein bisschen Frucht zerstört. Also nochmals Glück gehabt. Waren wir da nicht schon über das ganze Feld, so gesehen. Ja, und dann sind hier die Rotballenpressen bis hierhin. Und die haben wir jeweils noch einen Wickler hinten drauf, wo man auch größentechnisch nicht alle einwickeln kann. Das ist da neu. Bei den Quarterballen, da lässt sich auch die Größe verstellen. Ansonsten gab es da aber nicht groß was Neues, sag ich mal. Gut, ist er noch nicht voll. Sieht noch nicht ganz so aus. Er wird aber schon... Da hat er die ganze... die Warnleuchte schon an. Ich würde ihn aber fahren lassen, dann könnten wir ihn gleich im Stand abtanken. Wenn das dann geht. So. Ja, ich weiß, ihr mögt es, wenn wir mal ab und zu die Cockpit-Ansicht drin haben. Ich bin mir eben sehr daran gewöhnt, ja, in der Third Person zu fahren. Auch wenn das auch vom Sound her ein bisschen die angenehmere Variante ist. Wie man sieht, ich habe die Spiegel da. Ich habe es nicht auf volle Anzahl. Man könnte, glaube ich, maximal 7 Spiegel oder so einstellen. Ich habe auch die Grafik ein bisschen runtergestellt gehabt, dass es flüssig läuft. Ist auch aktuell so. Ja, ihr seht, wir haben nur 48 FPS. Huch, war eigentlich höher zuvor. So, da ist er gleich dran. Ja, jetzt hat er 60. In der Kabine ist es jeweils sehr kritisch. Ihr seht, hier sind 60. Wenn ich umschalte, da ist es noch ein bisschen schlecht optimiert. Man versteht es aber auch, weil, wie gesagt, die Spiegel ziehen. So, bin ich drunter? Ja. Die Spiegel, die ziehen da. Wir haben Armaturen, Gerätschaften, alles Mögliche, was hier ziehen kann. Und deshalb, ja, jetzt hat er sich auch dran gewöhnt. Aber wahrscheinlich mit der Fahrt noch, wenn sich die Grafik auch noch bewegt im Hintergrund, das braucht wahrscheinlich schon. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Grund. So, und ich kann es auch unlocken. Das ist übrigens, wenn ihr das wissen wollt, wie es geht, also es geht nur am PC, gehe ich mal davon aus. Die Taste F2 blendet euch hier die FPS ein. Das ist standardmäßig eingestellt, also das ist nicht... Das habe ich nicht selbst programmiert oder so. Der Anhänger ist schon fast voll, du. Und mit Taste F3 könnt ihr die Framerate unlocken. Das ist nämlich nicht einstellbar. Ich habe es gesucht. Dann habe ich mal mir die FPS einblenden lassen. Habe ich gesehen, immer 60 FPS. Hm, etwas komisch. Weil das ist wahrscheinlich für die Konsolen hauptsächlich gemacht. Da muss es ja gelockt sein, mehr oder weniger. Und dann habe ich mal ein bisschen geschaut in den Einstellungen und es gibt keine Einstellung, selbst am PC. Und das Einzige, was ihr machen könnt, ist die Taste F3 drücken. Dann ist nämlich die Konsole unlocked. Oder besser gesagt, nee, nicht die Konsole, die FPS. Und dann geht er so hoch er kann. Und das ist, wie ihr seht da,
natürlich kommt auf die Grafikeinstellung an. Ich habe auf hoch, nicht ultra, aber hoch, also schon sehr, sehr hoch eigentlich und sehr gut. Dann sind es bei mir zwischen 70 und 80, wenn es normal läuft natürlich. Wenn ihr in der Kabine seht, fällt er auch auf 60 runter, kann er sie kaum halten. Und wenn man natürlich zum Beispiel am Boden oder in den Himmel schaut, dann ist es natürlich deutlich höher. Also ich kann es mal schnell demonstrieren, so ja, steigt er auf fast 90 an. So, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Jetzt ja, die Aufnahme hindurch habe ich die 60 verwendet eigentlich standardmäßig, weil die, du musst es bei jedem Game Start neu drücken. Das ist so die Sache halt. Ich habe bis jetzt keine Einstellung gefunden, wo man das direkt einstellen kann. So, und wir sind schon wieder voll. Das ist so da ein bisschen der Nachteil, sage ich mal. Aber mit 60 ist es ja auch, also klar, gerade in diesem Spiel reicht eigentlich 60 aus. Muss man ehrlich sagen, wenn ich jetzt einen Shooter oder so spiele, klar, auf den Konsolen, da sind es halt 60. Da gibt man sich mit sowas zufrieden, wenn überhaupt 60. Da habe ich halt schon gerne ein bisschen höher, weil ich habe auch einen Monitor, der mehr anzeigen kann. Also, wer das nicht genau weiß, klar, man kann eine höhere Framerate haben, wenn der Monitor jetzt zum Beispiel nur 60 Hertz hat. Aber das kann der Monitor dann nicht darstellen. Wenn ich das jetzt richtig erkläre, sonst müsst ihr mich korrigieren. Und ich habe jetzt einen Monitor, der kann bis zu 165 Hertz. Also kann er auch 165 Hertz darstellen. Klar, ob man das dann mit dem menschlichen Auge noch erkennt, das ist das andere. Ich sage aber, man erkennt es schon, ob es jetzt... Also 30 erkennt man locker oder unter 30. 60 erkennst du auch. Und so den Bereich zwischen um die 100 herum, sag ich mal, das erkennst du auch. Also die Unterschiede, sag ich mal. Und alles darüber, ja, würde ich jetzt sagen, erkennt man nicht wirklich. Das ist schon so. Haben wir das auch mal geklärt. Wer sich darüber gewundert hat. Wäre vielleicht sogar hilfreich, da ein extra Video dazu zu machen irgendwie. Aber das haben ja vielleicht andere schon gemacht, die sich da auch gut auskennen. Und sonst habt ihr jetzt da was gelernt. Und wie es auf, wenn ihr jetzt Google Stadia nutzt, was wahrscheinlich 0,1% der Spieler nutzt, da weiß ich nicht, ob das möglich ist. Weil da läuft es ja auf einem Server, also ist ja so ein Server-Host. Da müsst ihr ja das Spiel, ich weiß nicht, ob man das Spiel kaufen muss, aber man bezahlt auf jeden Fall für den Server, wo man es dann drüber spielt. Aber da weiß ich nicht, ob man so viel nutzen kann, weil es gibt ja da zum Beispiel auch keine Mods. Was ja eigentlich schon ein Todeskriterium ist, gerade für dieses Spiel, wenn man jetzt gar keine Mods nutzen kann. Ich weiß, auf der Konsole ist es ein bisschen eingeschränkt, aber mit dem kann man ja schon mal zufrieden sein. Und gerade auch mit diesem Game, also ich habe das Spiel noch nie auf Konsole gespielt, muss man so sagen. Ich weiß aber nur, dass jetzt die Slot-Anzahl deutlich erhöht wurde und sich gerade auch in diesem Game jetzt ja, man deutlich mehr auf der Map haben kann. Hier, die Animation hier habe ich gemeint, wo es so reinkommt. Die sieht mir auch neu aus. Mehr oder weniger. Ja, alles andere, wenn ich mal da wieder rausgehe, ist zurzeit noch nicht gewachsen. Hier, die drei Felder sind dann nächsten Monat erntebereit. Gehe ich mal davon aus. Das werden wir dann da machen. Und was wir natürlich können, ist dieses Feld bereits schon mal bearbeiten. Auf jeden Fall. Und dann muss ich schauen, ob ich etwas zu den Hühnern reingebe von der Gerste. Weil, ja, ich muss das wieder analysieren. Was lohnt sich jetzt mehr? Eigentlich bekomme ich, glaube ich, mehr Mehl aus der Gerste, aus dem Weizen. Bin ich falsch hier, aber den holen wir eh nicht so schnell ein da. Kann dann nochmals hier reinschauen. Gerste sind 150, 113. Weizen 150, 120. Nee, nicht mal. Also lohnt es sich nicht, Mehl zu machen aus dieser Gerste. Hafer würde sich deutlich mehr lohnen. Und Sorghum auch noch etwas. Man muss aber auch beachten, wie viel man rausbekommt. Also bei der Ernte. Weil es hat ja auch einen Einfluss. Nicht vom selben Hektar Weizen bekomme ich nicht gleich viel wie vom selben Hektar Gerste.
Deshalb, da weiß ich es halt auch noch nicht genau, ob das überhaupt dann am Ende wirklich den Unterschied macht. Aber sonst würden wir die mit der Gerste mal die Hühner füttern. Denn wenn das jetzt alle 2 Monate oder gleich dann noch schneller steigt, dann brauchen wir da, glaube ich, schon einen guten Puffer Futter, um da über den Winter zu kommen. Zukaufen möchte ich ja nur ungern, wirklich. Das wäre ja blöd. So, da ist gleich die letzte Reihe angebracht. Ich würde schauen, dass ich noch ein Thumbnail machen kann. Da bin ich jetzt. Ja, ich vielleicht ein bisschen verändert zum letzten Landwirtschaftssimulator. Aber immer noch auf einem eher Basic-Niveau. Wenn man es so sagt. Und natürlich das Pickup noch senken. Sonst läuft da nichts. So, jetzt macht er es. Vielleicht geht er sogar noch voll da. Aber was toll wäre, wenn jetzt, wenn er irgendwo stehen bleibt, ich mit diesem Traktor hier daneben fahren kann. Oder wir sogar das Abladen auf dem Thumbnail haben können. Schnell schauen. Ja, der sollte noch voll gehen. Gehen wir hier hin. Könnt ihr auch was lernen. Man muss die Konsole aber zuerst in den Einstellungen aktivieren. Also in den, wenn man auf Windows den My Documents, My Games, dann den Landwirtschaftssimulator-Ordner und dann Game oder Settings, irgend sowas. Da gibt es eine Datei, die muss man mit dem Texteditor bearbeiten. Da muss man den Entwicklermodus, also die Konsole, einschalten. Und dann ist die neben der Taste 1 aufrufbar. Und dann gibt es hier ganz viele Befehle. Dieses Jahr jetzt neu deutlich mehr. Und hier kann man zum Beispiel eingeben, dass das HUD angezeigt wird, auf True oder False setzen. Und dann seht ihr, habe ich hier einen perfekten Screenshot, den ich dann da verwenden kann. So. Ich muss nur noch ein bisschen lernen, wie ein perfekter Screenshot aussieht in diesem Game. Das ist vielleicht noch so die Sache. So, wenn ich jetzt hier. Ja, ich kann jetzt den Helfer halt nicht kontrollieren. Aber so sieht es vielleicht ganz gut aus. Und dann kann ich das da wieder auf False stellen und dann haben wir das HUD schon wieder zurück. Gleich wieder darüber wechseln. Ja, hat doch 2 ganze Anhänger fast gebracht. Ja, komm, wir bleiben gleich. Kann er dann den Rest auch noch abtanken. Bis zum Ende dabei. Und dann würde ich sagen, ich hole hier den Rest Stroh noch zusammen. Starte dann schon mal die Bodenbearbeitung und wir sehen uns wieder im nächsten Monat, wenn dann auch die anderen Felder reif sind. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!